Und deswegen sage ich es dir nur noch einmal. Ich weiß, dass ihr Schneewittchen habt. Rückt sie raus, sonst könnt... Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier beim Medieval Dynasty. Wir waren gerade beim Holzschneiden und haben ja die eine Quest erledigt in Branica, dem Nebenort von Baranica. Das Ding ist, wir brauchen unbedingt mehr Reputation, damit unser Gebäudelimit ein bisschen steigt. Deswegen würde ich sagen, wir hatten uns ja schon auf dem Weg nach Hornica gemacht und werden genau das wieder in Angriff nehmen. Wir waren ja schon fast da, aber naja. Essen, ja, nachdem wir den einen Tag 75 Häschen gegessen haben. Wir haben noch 3 Speere. Sind wir natürlich am nächsten Tag wieder todhungrig. Deswegen werden wir uns ein paar Speere herstellen. Und wenn wir unterwegs irgendwas finden, was wir jagen können, dann jagen wir es. So, daraus können wir uns jetzt aber erstmal 4 Stück. Genau, dann haben wir 4 Speere plus die 3, die wir schon hatten, sind mehr als 5. Und dann ziehen wir los und können natürlich ein bisschen jagen gehen. So, und ich glaube, ja, das ist immer noch die richtige Richtung. Ich finde es schade, dass die Map einfach nicht da nach oben automatisch geht, aber das ist alles so Quality of Life Sachen. Das wird irgendwann mal ins Spiel reinkommen, wenn es mehr Inhalte hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal die Roadmap angeguckt habt von dem Game. Aber man hat ja da noch einige interessante Sachen geplant. Na, also Farming und Riding und so eine Sachen. Also Riding ist Französisch für Reiten. Writing ist Englisch und heißt Schreiben. Ich kenne mich halt aus. Nee, aber Reiten soll halt hinzukommen und so. Macht ja auch Sinn. Ne? Weil ansonsten das ja völlig... völlig bekloppt, den Weg, den wir hier zurücklegen müssen, zu Fuß. So, wir werden natürlich mit einem riesen Geschenk dort ankommen. Und zwar mit 1.000.000 Stöcker. Muss man Lüfter hoch machen. Denn das Game ist natürlich so optimiert, dass es versucht, dein GPU und CPU zu kochen. Übrigens, Fun Fact. Das war der Ort, den ich mir am Anfang mal angeguckt hatte. Als es hieß, Dorf bauen und so. Und hatte überlegt, ob wir hier unser Dorf bauen, weil ich das mit dem Fluss hier so cool fand und mit dieser kleinen Brücke. Aber dann haben wir ja diese andere Stelle gefunden, die sich halt da noch besser eignet. Es gibt bestimmt noch bessere Stellen, aber da ist es halt relativ eben. Und dann hast du nicht das Problem mit den Häusern, dass die irgendwie komisch stehen oder so. Dass die Alvins dieser Welt auch wissen, wie man in das Haus reingeht. So. Ich fand's halt nicht nur von der Location, sondern auch von allen anderen geil, ne? Weil hier hättest du Stroh gehabt, hier hast du gleich einen Wald. Wasser in der Nähe. Die Brücke, die Nähe zum, zum Dorf Gostovia. Scheiße, ist. Manchmal mache ich mir Sorgen, wenn ich anfange, mir schon so völlig bekloppte Dorftitel zu merken, wie Branica und Brananica und. Das bedeutet nämlich nur, dass wir schon zu lange hier unterwegs sind. Meine Jagdinstinkte zeigen mir nichts.
Wir werden durch Gustovia gehen. Da werden wir schon mal ein paar Stöcke abladen. Das ist krass, wie viele Stöcke im Winter rumliegen. Was? Vielleicht liegen die auch im Sommer so viel rum. Aber das bekommt man nicht so mit. Jetzt im Winter, wo Schnee liegt, obwohl es die ganze Zeit nicht schneit, doch einmal geschnitten. Ach, Leute, was soll ich euch erzählen? Erfolgreiches Flirten. Also im wahren Leben bin ich ja ein Meister der infantilen Flirtkunst. Kaum eine Frau. Warte, ich zieh das durch. Kaum eine Frau kann meiner Flirtkunst widerstehen. Ja. Sagen wir es mal so. Zumindest weiß ich, wie man mit Mädels reden kann. Bin natürlich kein Meisterflirter. Und die Leute, die sich Meisterflirter nennen, sind meistens auch einfach nur Idioten. Deswegen. Wir hatten das ja damals. Damals haben Leute, ich glaube, das war ein Minecraft-Let's Play, Alter. Da haben Leute gefragt, ob ich Tipps habe, was Mädels angeht. Und Leute, ihr werdet es kaum glauben. Ich werde euch jetzt was erzählen. Das ist quasi ein absolutes Geheimnis. Ja, das wird wahrscheinlich euch komplett aus der Bahn werfen. Ein Blick dauert noch. Ich muss Transaktionen durchführen. Und 265 haben wir. Ja, und zwar Mädels. Die geben sich gern mit Leuten ab, die keine Vollidioten sind. Ich weiß, es ist mindblowing, oder? Warte mal ganz kurz. Huch. Anzünden wollte ich die jetzt noch nicht. Guck mal, Fladenbrot kostet 20. Hat einen Nährwert von 40. Die dicke Suppe kostet 80, hat einen Nährwert von 30. Dafür ist bei Fladenbrot sogar noch Gesundheit mit drin. Wir haben 12 Fleischste? Oh, meine Nase. Ich muss niesen. Nee, falscher Alarm. Ja, Mädels geben sich nicht gern mit Idioten ab. Und selbst wenn du ein Idiot bist, hier ist mein Tipp. Also jetzt mal ernst. Jetzt mal ernst. Und ihr wisst, wie gesagt, ich bin absolut nicht der Flirt-Experte, ne? Aber pass auf, mir ist da was aufgefallen, was Mädels angeht. Und zwar folgendes. Mädels mögen, und das wird, es ist auch mindblowing, Mädels mögen Leute, die einfach sie selber sind, ne? Ist eigentlich total simpel. Mädels mögen so ziemlich dasselbe, was auch wir Typen mögen. Ich weiß, ne? Ist mindblowing. Ja, also ich persönlich, ich gebe mich auch lieber mit Menschen ab, die lustig drauf sind, die auch mal einen Witz vertragen, weißt du, die, warte mal ganz kurz, wir müssen mal
16 Stöcker. Wir braten nämlich jetzt mal... Wir braten jetzt mal unser Fleisch, was wir noch haben. So. Ne? Und bei Mädels ist das tatsächlich auch so. Ne? Das Einzige, was du vielleicht mitbringen musst, meiner Meinung nach, ist Selbstvertrauen. Ne? Selbstvertrauen in dich selber. Sei doch einfach, wer du bist. Ja, und wenn man dich nicht mag, so wie du bist, was willst du denn dann mit den Leuten? Ja, und bei Mädels ist es genauso. Wenn ein Mädel dich so, wie du wirklich bist, nicht mag, was willst du denn dann mit dem Mädel? Ja, und das gilt für euch Mädels, gilt das genauso. Wenn der Typ, den ihr so toll findet, wenn ihr euch verbiegen müsst für den. Ja? Was wollt ihr dann mit dem? Weil das sind so die Beziehungen. 12 Fleisch. Das sind so die Beziehungen, wo ich glaube, dass Leute super unglücklich sind. Nach kurzer Zeit. Und das siehst du den Leuten auch an. Wer ist denn schon zufrieden, wenn man sich verbiegen muss? Und ich rede jetzt nicht für den Typen, ich überlege gerade, das ist auch nicht verbiegen, ja? Ich meine, seien wir mal ehrlich. Der krasseste Typ, der härteste Motherfucker auf diesem Planeten. Meinst du nicht, wenn der nach Hause kommt abends, will er mit seiner Freundin kuscheln? Weißt du, ich meine? Ich habe euch ja mal die Story erzählt, das ist schon ewig her, die erzähle ich immer noch gern. Da habe ich noch bei Karstadt gearbeitet, an der Kasse. Ja, das war ja der Einzelhandelsjob, den ich hatte. Damals habe ich natürlich nicht gesagt, wo ich arbeite und so, weil es immer ein bisschen tricky. Da war so ein junger Typ mit seiner Freundin. Und du hast gesehen, seine Freundin ist super verliebt. Ja. Und wollte sich einhaken bei ihnen oder auch Händchen halten oder was weiß ich. Und er stand an der Kasse und du hast gesehen, sie hat ihn halt super verliebt angeguckt und so, weißt du? Und eigentlich cool. Aber für ihn war das zu viel, weißt du? Weil er cool sein wollte. Du hast gesehen, dass es einfach nur dieses, das ist jetzt gerade nicht cool Ding, weißt du? Und das hat mir so leid getan, weil mich das auch an mich selber und wahrscheinlich auch an viele von euch, wenn ihr noch ein bisschen jünger seid oder wenn ihr euch zurückerinnert an eine Zeit, wo ihr noch ein bisschen jünger wart, wir waren alle so. Wir wollten alle super cool sein und so. Ja. Oh. Ob das eine gute Idee ist? Oh oh. Ah! Holy fuck! Jetzt.
Okay, pass auf, wir essen jetzt ein Fladenbrot. Oder alle, um unser Leben aufzufüllen. Wow! Wow! Es hat sich sowas von nicht gelohnt. Okay, Leute. Was machen wir mit unserem Leben? Wir speichern auf jeden Fall das Ganze. Haben wir noch, ne, jetzt haben wir nicht bei. Ja, und das hat mir so leid getan. Deswegen hatte ich damals zu dem Typen an der Kasse gesagt, so ey, du wirst das irgendwann bereuen. Ja? Weil mit diesen... Mit diesem unbedingt cool sein wollen Ding machst du dir so viel kaputt im Leben. Deswegen, wie gesagt, Mädels und Jungs, wenn dich einer so wie du bist nicht mag, willst du dann mit dem? Scheiß du auf den. Ja. Und dasselbe gilt beim Flirten. Zumindest für mich. Ich bin einfach ich. Ja, mit all meinen dummen Witzchen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Mit dem dazugehörigen, nötigen Selbstvertrauen. Dass du einfach so, wie du bist, sein kannst. Mädels anquatschen, die man nicht kennt, ist natürlich schon wieder eine ganz andere Sache. Vor allen Dingen in unserer heutigen Zeit ja sowieso schwierig geworden. Darfst ja noch nicht mal quasi mehr zu deiner Kollegin sagen, dass sie gut aussieht heute. Holy. Was ich euch im Endeffekt sagen will, ja, mal der ganze Spaß beiseite. Es gibt keine Flirt-Experten. Und es gibt keine Strategien. Und wie bei allem im Leben gibt es kein Allheilmittel. Ja, es gibt kein Falsch, es gibt kein Richtig, gar nichts. Du musst einfach du sein. Ja, und wenn es passt, dann passt's. Und wenn es nicht passt, dann passt's nicht. So einfach ist es im Endeffekt.
überlege, ob wir lieber schlafen gehen. Wir haben jetzt einen Haufen Fleisch und so. Aber wir sind quasi fast tot. Ja, allein diese Vorstellung, so dieses, ich bin der Flirt-Experte. Ja. Du wirst niemals in deinem Leben, wirst du bei allen Mädels als Typ, genauso als Mädel, wirst du auch in deinem Leben niemals bei allen Typen gut ankommen. Diese Vorstellung, dass das möglich ist, das ist einfach so falsch an sich schon. Wir stehen alle nicht auf so plumpen Scheiß. Okay, schlafen hat auch nichts gebracht, außer dass jetzt Tag ist. Müssen wir mal hoffen, dass wir in Ornica das sieht schon extrem geil aus, ne? Dass wir da irgendwie Stöcker verkaufen können. Und uns dafür irgendwie ein paar Fladenbrote. Die sind ja kosteneffizient, haben wir ja rausgefunden. Fladenbrote is the way to go. Wir werden ein Empire auf Fladenbroten bauen. Ja, deswegen immer mein Tipp an jeden, der wirklich mich mal gefragt hat, habe ich immer gesagt, sei einfach kein Vollidiot. Ja? Rede mit Mädels genauso, wie du willst, dass jeder andere mit dir redet. Ja? Klar kannst du mal einen Witz machen, der unter die Gürtellinie geht. Ja? Vor allen Dingen ich, Alter. Ich mache ja quasi nur Witze, die unter die Gürtellinie gehen. Ja, aber alles, jeder Spaß und so hat irgendwo seine Grenze. So, deswegen, wie gesagt, so ein Allheilmittel gibt's nicht. Ja, und es gibt auch nicht, das ist nur falsch. Ja, muss ich auch immer lachen, wenn Leute sagen, also du kannst nicht mit so einem Anmachspruch. Natürlich kannst du auch mit einem Anmachspruch, ja. Es kommt drauf an, ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man es selber meint. Da hat selbst der Hase gedacht, der ist tot. Hat er es gesehen? Der ist auch schon stehen geblieben, weil er dachte, ist vorbei. So. Dann gibt es gleich irgendwie 3 Aufträge, nice. Aber erstmal brauchen wir Jan! Jan, ich springe als Geschenk 45 Stöcker und 4 Steine. Schuhschere, Armbrust, eiserner Speer. Und auf irgendeinen Grund hat er 45 Stöcker bei sich. Also so. Niemals jemanden anquatschen. Das ist übrigens auch das blödeste Thema, das wir jemals hatten, glaube ich. Ey, Lubat! Kann ich dir bei etwas helfen? Hey, junger Mann. Wir brauchen deine Hilfe. Letzte Nacht war ein schrecklicher Sturm, der unser Haus zerstört hat. Kannst du uns bitte helfen, Ressourcen zu sammeln und das Haus wieder aufzubauen? Ich werde dich mit einer großen Belohnung vergüten. Okay, ich werde helfen. Stöcker. Hast du gesehen, wie viel Rundhölzer? 8 Stück, Alter. Die 25 Stöcker, die können wir sammeln.
Wenn wir Glück haben, sogar hier im Dorf. Haben wir schon. In dem Haus. Aber ich glaube nicht, dass... ich glaube, das ist eine Webstube. Ja, die verkauft nichts zu essen. Scheiße. Hier das Material, das du wolltest. Okay, die Stöcke haben wir abgeliefert. Ich guck gerade aber mehr. Da hinten ist noch einer, der irgendwas verkauft. Das ist eine Werkbank. Ach, der Jan. Der Jan hat aber auch nichts zu essen. Die verhungern hier alle. Na gut, Leute, ich meine, wenn wir nicht sterben, der Wechsel zur nächsten Jahreszeit wird uns wieder mal das Leben retten. Wir hauen jetzt hier 8 Rundhölzer weg. Aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ist denn generell Flirten das Problem? Oder ist das Problem eigentlich was ganz anderes? Werden wir uns mal ganz langsam dahin begeben. Federn? Ich glaube, mit den Federn kann man dann später Pfeile bauen, ne? Ich meine, macht Sinn. Ich weiß es nicht. Jan! Ich komme! Jan! Ah, ist ja gar nicht Jan, ne? Ist Schnurrbart. Wenn wir so seitlich laufen, stimmt, hat man ja schon rausgefunden. So seitlich tänzeln sind wir einfach doppelt so schnell. Ihr könnt übrigens Feuer anmachen. Ich glaube, das ist wärmer als so ein... Sorry, never mind. So, 15 Meter. Ich meine, das sind noch nicht alle Rundhölzer, die wir brauchen. Aber ich finde es krass, dass er Hilfe für so einen Scheiß braucht. Ne, wenn du überlegst. Wir haben jetzt 2 Bäume weggehauen. Moment. Caroline. So, zwischendurch mal ein Häppchen. Was trinken müssten wir auch mal. Ist hier ein Fluss in der Nähe? Ja, geradezu. Pass auf, dann gehen wir kurz was trinken. Okay, ich dachte schon, Alter. Ja, das mit dem Wiesent war natürlich vielleicht nicht die beste Idee, die ich jemals hatte. Aber es war auch nicht die schlechteste Idee, die ich jemals hatte. Mit Abstand nicht. Na, deswegen, fuck it. Wir müssen jetzt bloß bis zur nächsten Jahreszeit überleben und dann hat sich das Ganze wieder. Deswegen mache ich mir da weniger Sorgen. Vor allem, wenn unsere Aufträge so aussehen, wie sie jetzt hier sind. Vielen Dank. Percentage Mail underscore to Mail underscore Percentage Ausrufezeichen.
Er hat doch gesagt, er wird uns ein paar, was hat er uns denn beigebracht? Hat er uns den Bogen beigebracht oder habe ich den gekauft? Vielleicht mal ein paar Sachen kaufen. Okay, Freunde. Ich würde aber sagen, wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Medieval Dynasty. Dann erfahrt ihr noch mehr absolute Lebensweisheiten von mir. Denn wenn ihr alles über einen Daumen peilt, was ich jetzt gerade gesagt habe, habe ich quasi dasselbe gesagt wie alle anderen. Ich habe gar keine Ahnung. Haut da rein.